Hallo und herzlich willkommen hier, ja, zum zweiten Versuch in unserem Endlosspiel. Das letzte Mal sah es ja nicht ganz so gut aus am Ende, deswegen werden wir jetzt nochmal das Safe Game quasi neu starten und nochmal unser Glück probieren. Ja, ich habe so ein bisschen analysiert, Ich habe was ein ich letztes kleines Mal hätte besser Problem. machen können. Vielleicht könnt ihr mir ja bei der Lösung behilflich sein. Und da fange ich auch schon direkt an. Und zwar damit, dass wir das so umbauen, dass der Emilio Castelli hier nämlich die Insel besiedeln kann, dieses kleine Stück. Kapitän auf der Brücke. Und dann werden wir da auch keine Schwierigkeiten mit haben. Des Weiteren muss ich... Die Flotte ist bereit. Ja, euch Hört auf euren Befehl. nach Alles hier für oben euch selber abziehen. wissen. Der Feind spürt meinen Zorn. So, das wird angegriffen. Das soll auch so sein. Das ist okay. Gerade haben wir leider keine Goldmünzen. Jetzt hilft mir der Pirat auch noch. Das ist ja sehr liebenswürdig von ihm. Und wir brauchen ein bisschen Geld. Ein Besuch bei euch und meine Laune steigt. Ich brauche nämlich noch ein kleines Kriegsschiff. So, du kannst jetzt schon mal losfahren in die Richtung. Und du wirst dich mal bitte reparieren. Also, hier sammelt sie wieder ihre Truppen. Das wissen wir ja schon. Und sie wird sie dann Ich auch... verfütter dich an die Haie! Ein Betrieb findet keine Rohstoffe mehr. Na, wo ist das Schiff von ihr? Ich glaube, dieses Schiff. Nee, irgendein Schiff. Wo ist denn das jetzt? Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Kapitän auf der Brücke. Ach, Ramirez. Mach nur, dass du wegkommst. Ahoi. In die Banken, Männer. So, ich muss hier mal Warte auf kurz Anweisung. alles In die Banken, Männer. Ich habe reparieren Befehl. lassen. So, du Warte auf kannst Anweisung. weiterfahren. Es Du kommt auf nicht. Hochdruck. So. Hier haben Alle wir Schiffe jetzt auf drei Einsatz Schiffe. bereit. Sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, ob hier irgendwo die Schiffe von der Madame Nadaski rumsegeln, aber dem scheint nicht so zu Es kann sein. sofort losgehen. Und dich werde ich dann wieder mit hier auf die Eskorte schicken. So. Ahoi. Kurs aufnehmen. Das bringst du bitte Kurs aufnehmen. sofort zum Händler hier nach unten. Und Ihr habt das Kommando. ihr Ihr habt beide das fahrt mal hier nach Kommando. oben. Aha, da kommt was. Ihr habt das Kommando. Alle Ja, beitreten zum angreifen. Angriff. So, schön schießen. Sehr gut. Wo ist... Ah ja, da kommt das Schiff, wo die Truppen gleich raufgeladen werden. Das erinnere ich mich noch dran. Und da Warte auf müssen wir Anweisung. jetzt unbedingt mithelfen, dass wir das Schiff hier nicht verlieren. Aber das sieht knapp aus. Wir werden halt ihre auf jeden Fall zerstören. So. Das kommt schon mal so. Ups. Und dann kann hier oben... Ah, nee, jetzt. Jetzt müssen wir kurz warten, bis wir wieder Geld haben. So, angreifen bitte. Ihr Schiff wird Ah, gegnerischen Angriff. das werden wir leider verlieren. Deswegen baue ich lieber schon mal ein neues. Aber naja, es lässt sich nicht umgehen. Meine Lieferung. Wunderbar. Ich nehme euch das gleich ab. Und dann hätte ich gerne die Hab Kanonen. Dank. Ohne euch wäre ich aufgeschmissen gewesen. Fahrt aufnehmen. So. Ja, das Schiff von uns ist leider weg. Ich sehe, seid ihr als Handlanger So, und euch jetzt hat er selbst hier die Insel verwiesen. besiedelt, mit der wir... Damit er uns nicht den Krieg erklärt, weil sonst würde es ihm jetzt missfallen und dann erklärt er uns den Krieg. Und das unterbinden wir. Jetzt greife ich das Schiff an. Da sind nämlich die ganzen Truppen drauf, die wir uns gleich übernehmen werden. Schiffsbau abgeschlossen. So, und da ist auch schon das nächste kleine Kriegsschiff. So, okay, das sieht schon mal alles sehr gut aus. 5000. Das bedeutet, wir können hier oben die Lehmgrube eröffnen. Bei der ich übrigens vergessen habe, dass wir die haben.
Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Die Mine kommt weg. Die Erzschmelze auch. Das und das wird bitte weitergeführt. So. Und jetzt wirst du mal bitte hier die ganzen Einheiten einsammeln. Denn die können wir, glaube ich, noch gebrauchen. So. Der Kommandant verlässt ihre Insel. Wir könnten sie schon mal... Ja, ich glaube, wir werden sie... Wir werden sie hier auf die Insel setzen. Einfach, um sie ein bisschen abzulenken. Du greifst das Schiff mal an. Habe ich jetzt... Ja, das Schiff fährt alleine rum und hier unten kommt das nächste. Einfach ein bisschen Druck machen. Hier hinten hat sie keine Verteidigung. Da können wir ein bisschen rumschießen. Ein Mitspieler ist nun mit einem fremden Volk verbrüdert. So. Lassen wir die... Ich warne euch. Und dann werden wir da ordentlich mal ein bisschen Schaden hier machen. Das Schöne ist halt an Anasuzat 1, dass man die Truppen halt einfach übernehmen kann, wenn sie im Wasser schwimmen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, und jetzt sind hier auch die Ziegeleien voll. Oder leer, eher gesagt. Gut. Ein Handelsgebäude kann übernommen werden. Die Armee erwartet so. Euren Einsatzbefehl. Dann musst du dich mal... Ihre Truppen werden angegriffen. Warte auf Anweisung. Das Lustige ist halt auch einfach, dass das die Truppen von der Madame Nadaski sind. So, das ist alles hier überhaupt kein Problem. Da kommen die nächsten. Die, ja, die schickt halt jetzt alles so, aber es ist mir halt wurscht. Die Armee ist kampfbereit. Wir werden holen, was wir kriegen können. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ihr habt das Kommando. Jupp, sehr schön, da haben wir ein Schiff versenkt. Alle Schiffe einsatzbereit. Und da kommt noch ein kleines Kriegsschiff, das werden wir uns schnappen. Die Armee ist kampfbereit. Achso, nee, das geht jetzt eh da rein. Dann werden wir sie einfach hier weiter. So, und du kommst mal bitte schnell hier nach unten. Denn ich will die Haubitzeneinheit eigentlich sichern. Falls sich das noch ausgeht. So, ganz schnell, weil die Haubitzen sind wertvoll. Die will ich eigentlich nicht verlieren. So, und rein da, ganz schnell. So. Na, kommt rein da. Los. Rein, 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 rein. Mann, Leute. Kommt schon. Nee. Mist. Oh, ich kann sie nicht einladen. Mist. Naja, gut. Dann haben wir sie jetzt verloren. Schade. Aber da kann man nichts machen. So, ein Entdeckerschiff. Achso, ja gut, das war jetzt noch von ihr. So, und in Sachen Cheating. Sie kann ihre Haubitzen rekrutieren, hat aber noch nicht mal eine Universität gebaut. So, und die Haubitzen, die sind hier im Forschungsbaum ganz unten. Also, ich weiß auch nicht, was da manchmal los ist mit denen. So, und währenddessen versenken wir hier schön munter die ganzen Schiffe. Oh, was ist hier los? Nichts Gutes, wie es aussieht. Okay. Der Fischer kommt weg. Dann werde ich diese große Werft hier hinbauen. Und dich entfernen. Und dann kann ich... Ja, 5000 ist mir doch ein bisschen zu wenig. Wie steht's denn hier? Ui, 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 wir kommen ja... Ui, und, okay, damit hat sich unser Geldproblem gelöst und wir erforschen das große Handelsschiff. Damit wir da weiter zu den...
zum großen Kriegsschiff kommen. So. Ja, hier sieht es so ein bisschen mau aus für uns. Gut, der zieht sich zurück und dann können wir... Ja, jetzt ist er wieder... Mist! Ich will den eigentlich im grünen Bereich bekommen, das wäre schon echt cool. Weil dann können wir da ordentlich uns verbünden mit ihm. Gut. Wie sieht's sonst aus? Ein weiteres Problem wird sein... Ja, zum Glück ist die Verstärkung auf dem Weg. dass die jetzt immer ihre Truppen in Handelsschiffe laden wird und hier unten auf die Insel schickt. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. So. Du darfst auch nochmal drauf schießen. Also ich finde die Animation vom Schießen echt super. Das macht richtig Spaß, den Schiffen zuzugucken. In der letzten Folge waren so ein bisschen Emotionen drin. Aber ich hoffe, dass ich das diesmal vermeiden lassen kann, weil ich selbst halt auch immer so ein bisschen, naja. Ja, nicht wohl dabei fühle, so da mich darüber aufzuregen, vor allem im Let's Play, aber da konnte ich mich echt nicht zurückhalten, weil das war ja schon jenseits von Gut und Böse. Aber naja, vielleicht hat es ja den einen oder anderen amüsiert. Gut. Also, wir müssen eine neue Brotproduktion aufbauen, weil unsere Nahrung ausgeht. Ansonsten haben wir jetzt schön viele Tonnen Kanonen, das ist sehr gut. Plus machen wir sogar auch noch. Das ist halt sogar noch besser. Wir haben jetzt so eine Dreier Kriegsschiffsflotte. Ja, und da fährt das Handelsschiff, glaube ich, auch schon. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. So, wo das? Da, und da muss ich jetzt weiter drauf. Ah, das ist ganz wichtig, dass man nie irgendwie versucht, von den Schiffen abzuhauen. Ich vermute mal, hier kommt gleich noch ein zweites irgendwo an. Nee. Das ist eigentlich dann ganz in Ordnung, weil wir das dann hier schnell versenken werden. Trotzdem muss ich... dafür sorgen, dass solche Schiffe hier... Ich wäre zu einem Waffenstillstand bereit. Ja, wenn wir da jetzt annehmen, dann wird die Schiffe raushauen, das auch wieder komplett unrealistisch sein wird. Deswegen werden wir das ablehnen und stattdessen diese ganzen Einheiten auf das Schiff laden. So. Und du musst dich dann wohl oder übel reparieren gehen. Dann machen wir das hier so. So, wo ist jetzt dieses Handelsschiff? Ich hoffe... Oh, scheiße. Ja, die fahren schon hier nach unten. Mist. Da müssen wir jetzt ganz schnell mit unseren Truppen runter, denn die werden hier gleich anlanden. Und dann müssen wir die bekämpfen. Das Problem ist halt auch, dass... Ich speichere nochmal ab hier lieber. Aufnahme 6. So, denn gleich... Ja, wir landen halt auf einer Insel, wo jetzt auch der Castelli drauf sitzt. Und dann wird er sich natürlich beschweren. Ach, und diese scheiß Mücken hier überall. flattern hier vor meinem Bildschirm rum. Ich werde hier... Einfach um noch Zeit rauszuschinden, ein paar Markthäuser bauen. Durch die wir dann... Sekunde mal, waren das jetzt gar keine Handelsschiffe, die nach... Oh, wir haben Glück. Das sind sogar nur Handelsschiffe. Ich dachte, dann müssen hier irgendwo... Aber trotzdem Schiffe unterwegs sein, weil ich... Bin mir ziemlich sicher... Ah ne, die stehen hier alle noch rum. Okay. Naja gut, dann haben wir nochmal Glück gehabt. Alles hört auf eure du könntest damit unsere Beziehungen erheblich verbessern. Ja, das ich bin wirklich nicht zu Scherzen aufgelegt. So. Wir müssen hier auf jeden Fall unsere Truppen weit genug von der Insel fernhalten. Sprich dein letztes Gebet!
Ja. Das ist jetzt natürlich wieder super gewesen. Nee, nee, nee. Ihre Truppen stehen zum Glück alle noch hier unten. Dann werden wir die Schiffe hier hin parken erstmal. Und die Truppen, die werde ich auf diese Insel bringen. So. Denn hier werden wir sie ablassen und wenn dann doch tatsächlich Truppen von der Nadaski hier landen werden, dann werden wir die ganz schnell rüberschiffen und dann haben wir das. Und hier haben wir sogar noch ein Kriegsschiff. Die kommen auch mal dazu. Dann haben wir hier drei kleine Kriegsschiffe, die es dann gleich mit den Handelsschiffen von der aufnehmen können. Wie lange braucht unser Schiff noch? 7 Minuten 40. Dann haben wir das große Handelsschiff erforscht. Und dann dauert das leider noch ein bisschen länger und mit noch ein bisschen mehr Geld. Und dann haben wir auch das große Kriegsschiff. So. Okay. Nahrung geht hoch, das ist sehr gut. Ziegel gehen hoch. Die hat noch... Die arbeitet nur noch 50%, okay. Und 7 Tonnen Erze sind jetzt hier noch. Wir werden hier nämlich unten die Minen hier auch anzapfen. Einfach damit wir da kein... Also noch genügend Kanonen weiterhin haben werden und auch Werkzeuge. Es kann sofort losgehen. So. Alle Schiffe einsatzbereit. Was haben wir denn hier zum Beispiel? Da können wir doch mal bisschen Schiffe versenken. Da fährt noch eins von ihr. Ne, das da ist mir wichtiger, weil das den realistischeren Kurs hält auf die Insel hier nach unten. Okay. So, du lädst dich mal bitte hier voll mit allem, was du hast. Oder kriegen kannst, eher gesagt. Chichen Itza. Pest und Cholera! Wie hast du, Hasenfuß, unser Versteck gefunden? Ach, Ramirez. Ne, da mit der Kamera möchte ich gerne hin. Oh. Oh, oh, oh nein, wir haben's vergeigt. Ist irgendwas auf dem Schiff drauf? Nö. Zwei kleine Kriegsschiffe. Oha. Eine Rohstoffader ist versiegt. So, die Erzmine ist futsch. Ihre Lagerhäuser. Eine kleine Gefälligkeit. Ja. Mein uneingeschränkter Dank ist euch sicher. Wie nett, dass er. Eines Entgelt wäre ich bereit, euch mit Waren zu versorgen. Dann. Ja, das auf machen wir. Zusammenarbeit. Alles hört auf euren Befehl. Ahoi. Wer kämpft denn jetzt hier gerade gegen wen? Okay, die von der Madame sind mit den Schiffen beschäftigt. Ah, wo bleibt denn hier mein... Pass mal auf, du musst jetzt hier kurz mithelfen. Und da angreifen. So, und ihr müsst euch dann jetzt leider um die Schiffe kümmern. Ah, verdammt, verdammt. Und du kümmerst dich auch um das, weil da sind mehr Einheiten drauf. So, währenddessen, wo... Hier. Und Feuer. Das wäre schön, wenn wir das mal versenkt bekommen. Ich sollte man nicht unterschätzen. Alle Schiffe einsatzbereit. Ah, es könnte eng werden. Ne, das... Ah, es wird sehr eng. Es gibt da etwas, das ihr für mich erledigt. Bergen sie von den Indern für 13 Tonnen. Ja, das hört sich gut an.
Ein Gegner ist auf ihrer Insel. Oh, Scheiße. Ja, ja. Das ist viel zu viel des Guten. kriegen wir eine Stadtmauer hin? Nein, kriegen wir nicht. Dann vielleicht noch ein paar Türme. Der Feind drängt in ihr Gebiet vor. Alles, was wir haben. So, und dann schnell hier zur Insel und die Truppen abholen. So, wie sieht das hier aus? Es hat überlebt. Wie schön. Dann werde ich jetzt... Ja, schön angreifen. Oh ja, oh ja. Die kriegen ordentlich was mit hier. Und wir haben auch... Wir haben auch drei Markthäuser. Und das hier wird jetzt... Wenn die alle hier tot sind... Die Dragoner-Einheit ist tot. Also wir müssen jetzt hier echt... gerade mit allem versuchen, was wir kriegen können. Zwei Leben noch. Eieieiei. So, und jetzt muss ich hier mal ganz schnell... Was kostet mich so eine kleine Werft? 10, 10, 8. 5. So, euch muss ich leider abreißen. Ich muss dieses Schiff repariert bekommen. Oder die beiden eher gesagt. Eines ihrer Handelsgebäude wurde in Schutt und Asche gelegt. So, und jetzt müssen die sich reparieren und dann ab nach hier unten. Ab nach hier unten. Okay, das Leben... Oh, wie viele Leben? Ich kann das nicht einschätzen. Eins. Zwei. Okay, das Leben gar nicht mehr so viele. Unsere Türme, die machen einen guten Job. Ich kann ihnen auch nicht sagen, dass sie die angreifen sollen. Das ist leider nicht möglich. Ja, die Haubitzen, die machen verdammt viel Schaden. Ein Gegner hat eines ihrer Handelsgebäude zerstört. So, einfach weil dieses Markthaus hier unten diese noch im Radius hat, können die weiter drauf schießen. Der Feind drängt in ihr Gebiet vor. Und vielleicht schaffen wir das... Auch ohne dass. Oh ja, sehr gut. Ein Glück, dass wir die kleine Werft gebaut haben, weil sonst wäre das Kriegsschiff jetzt futsch. Perfekt, das läuft wie am Schnürchen hier. Die Türme hier. Oha, ist das schön. Denn jetzt. Ich hoffe natürlich, dass. Jetzt bekriegen sich die Türme gegenseitig. Ja, das ist ja auch lustig. Auch aber ich kann hier eine ganze Menge neuer bauen. Dann werden wir alles hier in der Umgebung einfach platt machen. Und ja, nicht zulassen, dass irgendwie der Castelli sein Gebiet hier erweitern kann. Und dann werde ich die Truppen auch nicht auf die Insel lassen. So, das ist alles unseres. Perfekt. Dann kommt jetzt hier das Markthaus wieder hin und wir reißen alles ab. So. Sehr schön. Euer Kontor, das konnten wir perfekt abwehren. Zeit für den Kram hier. Und am liebsten wäre mir halt echt so eine Mauer, die hier einmal den hier macht, aber das... Wird sich wohl leider nicht ausgehen. Erforschung eines neuen Schiffstyps abgeschlossen. So, das große Handelsschiff ist erforscht. Das ist super. So, wir haben vier kleine Kriegsschiffe. Ja, ihr kommt alle weg. Ich habe genau nichts mehr hier. Dann kommst du auch weg, du auch weg. Und ihr kommt auch weg. Dann verlagern wir alles nach außen. Wir haben 7200 Goldmünzen. 4500 kostet das große Kriegsschiff. 16 Minuten werden wir jetzt dafür aufwenden. Und dann, ja, die Truppen, die werde ich wieder hier zwischenparken. Aber jetzt werde ich auch aufpassen, dass wir nicht wieder so ein Handelsschiff uns entgehen lassen. So wie das da. Kommt mal her da. Die lassen wir uns schmecken noch zum Ende der Folge. Also. Ihr werdet das da angreifen.
Und du wirst das da angreifen. Alles hört auf euren Befehl. So. Sehr schön. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Und die kleine Werft da unten. Ich bin bereit, dir Frieden zu geben. So, der Ego-Jäger kommt mit Frieden. Das ist sehr gut. Wir verstehen uns. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So, und ihr müsst da leider hinterher. Alle hinterher. Das Schiff darf bloß nicht den Hafen hier erreichen. Oh, und der Castelli hat die Insel verlassen. Na, das ist doch auch super. Trotzdem werden wir den Strand nicht besiedeln. So. Kapitän auf der Brücke. Dann machen wir jetzt den hier. Und dann hole ich neue Baustoffe. So. Ein Saboteur, perfekt. Und hier haben wir auch wieder Truppen, die wir einsammeln können. Der Verantwortliche wurde bereits zur Rechenschaft gezogen. Einmal Pikiniere. Was haben wir hier? Haubitzen. Die Haubitzen nehme ich immer gerne mit. Die kommen dann nach hier hinten zu den Jungs. Und euch, die ich füge ich dann wieder der Flotte hinzu. Haben wir vielleicht hier Dragoner oder sowas? Das wäre halt auch super. Nee. Einmal Pikiniere und noch zweimal Miliz, okay. Ja. Wir kriegen halt einfach extrem viel Geld durch den Igor Jägerow, der uns hier dauernd was zahlt. Ja, den Auftrag hier, den müssen wir noch machen. Den machen wir jetzt auch. Lampenöl, wie viel waren das? Ich benötige Hilfe in einer delikaten Angelegenheit. 13 Tonnen. Von den Leuten hier müssen wir hinfahren und dann kriegen wir da was von dem. Gut. Und wir müssen natürlich Lampenöl wieder einkaufen. Denn wir produzieren gerade noch keins. Das ist auch noch so ein Problem, was wir jetzt anfangen müssen zu lösen. Wo wir denn unser neues Lampenöl herbekommen. Oh, und kein Holz. Das ist natürlich nicht gut. Das ändern wir natürlich. Und ja, dann denke ich mal, war es das für diese Folge. Auf jeden Fall nicht so hektisch wie die letzte. So viel ist sicher. Das große Kriegsschiff werden wir dann in der nächsten Folge bauen. Und dann haben wir wieder ordentlich was, was wir den ganzen Computergegnern entgegenwerfen können. Und ja, bis dahin bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.